Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Mitleser, Mitgenießer und ich hoffe auch Mitdenker Werner Bergengrüns, ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, die etwas trockenere Materie der Konversion des Vaters der Popliteratur, wie wir seit gestern wissen, zur katholischen Kirche, wie er immer sagt, zur alten Kirche zu behandeln. Ich möchte, das scheint sich ja auch ein bisschen als roter Faden dieser Tagung herauszustellen, kurz nochmal die, ja, ich würde sagen, die Dekapitation einer ganzen Dichtergemeinde in Deutschland, die Entfernung aus den Lehrplänen, das Vergessenlassen in den Feuilletons und so weiter behandeln. Es gibt ja Zugänge zu literarischen Werken, die im Vorhinein als Sackgassen angelegt sind. Und mir scheint, dass es bei Werner Bergengrün eine bestimmte, lange die Diskussion beherrschende Interpretation der heilen Welt als ein Kürzel für im Grunde ist alles in Ordnung, wie das scheint sich für mich in Adornos Essay vom Jargon der Eigentlichkeit zu fokussieren. Die beiden Zitate, die Albert von Schirnding gestern gebracht hat, stehen sozusagen jetzt auch erstmal als Überschrift über der Einleitung. Ich stelle jetzt über den ersten Teil mal die Frage, ob man es den Gegnern Bergengrüns auch durch eine wohlwollende Interpretation vielleicht nicht doch zu einfach gemacht hat. Obwohl jetzt nicht zuletzt Bergengrüns eigene, zum Teil höchst provokante Äußerung und sein öffentliches Schweigen zu einigen nach dem Krieg für drängend gehaltenen Fragen dieser vereinfachenden Deutung Vorschub leisten, möchte ich jetzt hier die These vertreten, dass Bergengrüns Werk dabei so unverständlich bleiben müsste wie der gesamte Lebensweg. Zunächst zum Aufbau des Vortrags. Ich werde am Anfang die, sagen wir mal, positive Seite schildern. Das scheinbar geschlossene Bild eines Menschen, der mit Natürlichkeit durch seine Anlage, durch seine Disposition und seine Lebensgeschichte schon fast in die Arme der Kirche getriebenen Menschen zu schildern. Und im zweiten Teil auf einen Konflikt aufmerksam zu machen, und zwar einen Konflikt um Identität, der sein Leben, denke ich, bis zuletzt nicht beherrscht hat, aber dieses Ringen um Identität prägt sein Leben bis zum Ende. Ich denke auch, das belegen zu können. Jetzt zunächst mal zu den einfachen Fakten. Werner Bergengrün ist 1935/36 konvertiert bei Pinsk, Johannes Pinsk in Berlin. Pinsk war zu seinem Leidwesen nie Lehrstuhlinhaber oder so, aber er war das, was man heute Studentenpfarrer nennt. Er war der geistliche Führer der Akademiker in Berlin, auch als solcher Bestalt, und war eine ungeheure Faszination auch auf Nicht-Katholiken ausgeübt haben. Es wird in manchen Biografien von 35, in anderen von 36 gesprochen. Der Grund dafür ist, dass die Konversion als eine stufenweise Arbeit betrachtet wird, und die war 1936 kurz vor dem Umzug nach München abgeschlossen. Gut. Nun also zunächst mal zu dem scheinbar geschlossenen Bild. Das scheint mir auch allzu offensichtlich zu sein. Nun ist es ganz klar, dass die Konversion Bergengrüns kein dramatischer und kein plötzlicher Aufbruch war,
zwar keine Konsequenz aus einer jähen Erkenntnis oder Zerknirschung oder Glaubenserfahrung, verdankt sich niemandes Drängen und auch nicht akuten persönlichen Umständen. Dennoch glaube ich, dass der Zeitpunkt entscheidend ist. Bergengrün selbst setzt in einem Brief von 1959 den Entschluss zur Konversion mit dem Alter von 15 Jahren an. Also enorm früh, in einem anderen Privatbrief, der nicht herausgegeben ist, sogar noch früher. Und natürlich ist dann eine persönliche Disposition, liegt dem zugrunde, aber auch das Umfeld möchte ich jetzt nicht ganz unbeachtet lassen. Ich möchte ihn jetzt erstmal selber zu Wort kommen lassen, mit einer versteckt, aber immerhin auch provokanten Bezeichnung der Seele als Anima Naturalita Catholica. Zunächst mal zur Natürlichkeit selbst, auch der Konversion. Wie ich ein Mann der chronischen, das Zitat jetzt, nicht der akuten Krankheiten bin, so bin ich auch ein Mann der Entwicklungen, nicht der Sprünge. Ich kenne keine Brüche mit meinen Vergangenheiten, Plural, sondern nur ein langsames, organisches Wegwachsen. Plötzliche Wendungen, anfallhafte Bekehrungen sind nicht meine Sache. Auch meine Konversion war keine Umkehr, sondern die Besiegelung eines mir längst natürlich gewordenen Zustandes. Sie war nicht das Ergebnis einer jähen Erleuchtung, sondern hatte eine Geschichte von fast 3 Jahrzehnten. Im Grunde bin ich immer eine Anima Naturalita Catholica gewesen. Wir lassen jetzt bei dieser Pointe, lassen wir es mal dahingestellt, ob sich das Epitheton Naturalita überhaupt sinnvoll auf den Fall eines einzelnen Menschen anwenden lässt und nicht von vornherein einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, wie es das Diktum von Tertullian, der Seele als natürlicherweise christlich, darauf spielt Bergengrün an, das ohne Zweifel tut. Es fällt auch auf, dass er immer auf diese Kontinuität hinweist, da ist ja ein scheinbarer Selbstwiderspruch. Wenn er nicht ein Mann der Brüche war, wie kommt es dann, dass er eindeutig protestantisch erzogen und inkulturiert diese Glaubensgemeinde verlassen hat? Da müssen wir ihn jetzt auch selber zu Wort kommen lassen. Das ist jetzt aus dem gleichen Brief von 1959. Meine Konversion ist kein Bruch gewesen und nichts Gewaltsames, sondern etwas vollkommen Organisches und Natürliches. Was im Protestantismus zu mir gesprochen hat, das ist nie etwas anderes gewesen, als das namentlich im Luthertum noch immer weitgehend vorhandene Erbe der alten, ungeteilten Kirche. Aber wie hätte ich mich mit einem Bruchstück zufrieden geben sollen, wenn ich das Ganze haben konnte? Für die theologisch Gebildeten klingt da vielleicht noch ein etwas Bitteres mit. Natürlich, wenn man von einem Bruchstück in der Glaubensüberlieferung spricht, ist im Grunde auch von Häresie die Rede. Häresie kommt von Hereomai und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass man eine Gesamtlehre in einer amputierten Fassung weitergibt, dass man Wesentliches auslässt. Nun ist dieser Brief sehr diplomatisch gehalten. Der geht an eine Redakteurin, wenn ich mich recht erinnere, die
selbst Protestantin ist und ganz besorgt anfragt, ob was da eigentlich mit ihm passiert wäre. Jedenfalls, an die immer wieder betonte Natürlichkeit der Konversion scheint sich nahtlos der Zeitpunkt der Konversion 1935-36 anzuschließen, wo ein solcher Übertritt auch als äußeres Zeichen der Ablehnung der politischen Entwicklung gewertet werden konnte. Und die war ja in seinem in Bergengrüns Fall von vornherein kompromisslos. Und es ist auch von einigen so verstanden worden. Und drittens verweist der Aspekt des Kontinuierlichen in seiner Konversion und seine Liebe zum Paganen in einem authentischen, das heißt also vorchristlichen Sinne, auf eine überpersonale Parallele. Und das ist die Kontinuität der Antike im Christentum. Ich zitiere, ist jetzt auch von einem Brief von 1948. Es ist ja immer ein Lieblingsgedanke von mir, wie das Christentum aus der Antike wächst, wie es ihre Erfüllung, Vollendung und Krönung ist und nicht, wie die Dummen glauben, ihre Verneinung. In der Kirche lebt für mich heute noch ein Stück Antike und es ist kein Zufall, dass er nur die Kirche uns die Antike aufgehoben, bewahrt, gerettet und tradiert hat. Also man fühlt sich hier auch an diesen Spruch von Chesterton erinnert, dass die katholische Kirche die letzte Zufluchtsstätte heidnischer Lebensfreude sei. Chesterton hat es nicht ganz so einfach gemeint. Also er leidet unter dem Fluch der genialen Formulierung. Es geht sowohl bei Bergengrün und auch bei Chesterton dann doch etwas mehr in die Tiefe. Also der Bruch mit der Christianisierung, der ist beiden durchaus klar gewesen. Wir kommen jetzt zu dem ganz zentralen Thema meines Vortrags. Das ist Konversion und Identität. Wenn jetzt diese Deutung der Konversion als einfach nur sichtbarer Abschluss einer ihr längst vorausgegangenen Eukäosis, also eines Einheimischwerdens in der alten Kirche, wenn der jetzt bereits vollständig wäre, dann wäre diese Erörterung vollkommen überflüssig. Ich werde jetzt aber die These vertreten, dass die Konversion auch, nicht nur, aber auch Teil eines lebenslangen Ringens war, das sich in der Zeit ihres Vollzugs und in den unmittelbar folgenden Jahren nur zum Äußersten zuspitzte. Es geht, wie gesagt, um das Ringen, um Identität. Ich bin ja Philosoph, Diskussion um personale Identität, heute wird es auch kulturelle Identität, ist gar nicht so neu, aber ist theoretisch erst im 19. Jahrhundert formuliert und auch kontrovers geführt worden. Ich beziehe mich hier im Wesentlichen auf George Herbert Mead, der unterschieden hat zwischen I and me, also ich als Selbstursprünglichkeit, Spontaneität, dass ich mit Ansprüchen der Umwelt auseinandersetzen muss. Die Diskussion ist in Deutschland von Wilhelm Dilthey angestoßen worden, geht dann über Goffman bis Habermas. In der Theorie des kommunikativen Handelns von 1979. Habermas, der, ich weiß nicht, ob er die Sprache liebt, aber wenn ja, dann wird Habermas von der Sprache bestimmt nicht wieder geliebt. Aber es ist ihm da mal eine wirklich gute Formulierung gelungen. Sie werden im Weiteren
noch sehen, warum. Er hat ein ganz ähnliches Modell wie Mead benutzt und spricht von einmal einem vertikalen Faden der personalen Identität, die sich durch die Zeit durchzieht und auch durchkämpft, und einer horizontalen Linie der jeweiligen Umgebung, die sich auch durchaus ändern kann, die also keinen Anspruch auf Identität erheben kann. Und wir haben also diesen Gegensatz zwischen Vertikalität und Horizontalität. Und ich erwähne das deshalb, nicht nur wegen diesem Ring um Identität bei Bergengrün, sondern weil es seine Auseinandersetzung, auch seine riesige Distanz zu allem, zu allen Zeitgenössischen überhaupt erst verständlich macht. Es gibt ja kaum einen Autor, der mit solcher Radikalität, zumindest in seinen theoretischen Schriften, ich denke, es durchzieht auch die Novellen und die Romane erst recht, so radikal sich allem Aktuellen verweigert. Nun ist Identität in der Literatur immer schon ein Riesenthema gewesen, in dieser Form allerdings erst seit der Neuzeit. Es beginnt mit dem 16. Jahrhundert, geht weiter über Defoe. Wenn Sie sich den Robinson Crusoe, ist uns ja leider nur als Kindern empfohlen worden. Das ist, glaube ich, ein Fehlgriff. Das sollte man als Erwachsener durchaus noch mal lesen. Warum schmeißt er den da auf eine einsame Insel? Weil er experimentiert mit diesem Robinson Crusoe. Er will rausfinden, wer ist das eigentlich? Eine ganz moderne Fragestellung. Geht weiter genial bei E.T.H. Hoffmann, wo das ja eine Konstante geblieben ist. Und spielt bei Bergengrün ebenfalls eine Riesenrolle. Geht so weit, dass er, wie bei Hoffmann auch, diese Frage nach der Identität bis ins Animalische und Dämonische vortreibt. Das Animalische etwa in der Bärenbraut, einer Novelle, in der eine soziale Interaktion von einem Menschen zum ersten Mal mit einem Tier erfahren wird. Also das, gut, jetzt haben wir mal das Thema Identität angesprochen, aber bitte behalten Sie es im Sinne. Es geht um die Auseinandersetzung eines spontanen, selbstursprünglichen, das ist ein Thema, was Bergengrün ja ausdrücklich immer wieder anführt, mit Ansprüchen aus der sozialen Umwelt. Nun war die eine ernsthafte Konversion, es gab auch unernsthafte, war zu allen Zeiten von Identitätskrisen begleitet. Wenn wir uns die Geschichte der Konversionen angucken in der Vergangenheit, Sie müssen sich Folgendes vorstellen, was es, sagen wir mal, im zweiten Jahrhundert für ein Mitglied des römischen Bürgertums bedeutet hat, oder auch nur einen Hausangestellten bedeutet hat, Christ zu werden. Das ist ein ungeheurer Bruch gewesen. Zunächst mal war ja die soziale Identität gefestigt, auch immer wieder gefeiert im Hause selbst. Das waren die Hausheiligen, die auch die Ahnen. Dieser Kultus wurde gemeinsam begangen und das war das, wo sich die häusliche Gemeinschaft selbst definiert hat. Ausgeweitet bis hin zur Identität des Reiches, die sich ja immer wieder im Kaiserkult selbst gefeiert hat. Eine ganz entscheidende Sache. Aus diesem gesicherten Umfeld, aus dieser Selbstgewissheit ist jeder Konvertit herausgerissen worden. Ohne sozial ein sicheres Neuland beschreiten zu dürfen. Die Konversionsgeschichte nimmt dann eine andere Wendung. Also es hat im Mittelalter bedeutet die Conversio im Wesentlichen eine Wendung zu einer asketischen Lebensform. Lassen wir es mal dabei. Das führt sonst zu weit.
Ich will auch keinen theologischen Vortrag halten, wobei ich bemerken muss, zu den ganz wenigen Dingen, die ich im Leben niemals bereut habe, war das Studium der katholischen Theologie. Also ich hatte auch Glück mit meinen Lehrern. Das war hier in München im Wesentlichen der Dogmatiker Schäftschick und man hat sich auf jeden Tag gefreut. Jetzt gehen wir mal zu Bergensgrüns Lebensgeschichte zurück. Also versuchen wir uns mal ein Bild zu machen von den Faktoren, die bei seiner Sozialisierung eine große Rolle gespielt haben. Wir werden fast nur Momente finden, in denen sowas wie soziale Identität auch in Zweifel gezogen wird. Da gibt es keine Gewissheiten mehr. Wir sehen einmal das Elternhaus, diese vollkommen ungetrennte Multikultur, würden wir heute sagen, im Haus selbst. Man gehörte selber zu einer sehr dünnen Herrenschicht, aber allerdings auch sehr selbstgewissen Herrenschicht. Man hatte deutsche Lehrer. Die Russifizierungspolitik war extrem. Man musste es seinem Vater auch zugutehalten. Es war nicht nur so, dass man nicht wollte, dass die Kinder in die russische Armee kommen. Es war seit Alexander III. eine massive, bösartige auch Russifizierungspolitik über das Schulwesen im Gange. Aber natürlich hat Bergengrün das als Entwurzelung erfahren. Und auch beschrieben, also durchaus in einem vorwurfsvollen Ton, diese Jahre im Katharinäum in Lübeck. Dann haben wir bei Bergengrün natürlich in den 30er Jahren eine sich verschärfende Ausgrenzung aus dem gleichgeschalteten literarischen Betrieb, also wirklich sich verschärfend. Das nur ein Einschnitt davon war der Ausschluss aus der Reichsstiftungskammer im Jahr 1937. Wir haben eine problematische seelische Veranlagung, auf die ich noch zurückkommen werde, wenn die Zeit es gestattet. Und wir haben die völlige Ablehnung irgendeiner staatlichen oder sozialen Gemeinschaft, die Bergengrün hätte bejahen können. Er hat sich zwar als völlig ohne Zweifel als Deutscher bezeichnet, aber wir würden heute sagen, das ist eine kulturelle, rein kulturelle Identität. Über die Zugehörigkeit zur deutschen Nation war bei ihm als Dichter kein Zweifel. Zweifel bestanden schon, es wurde auch gestern zitiert, daran, ob man jetzt wirklich im deutschen Heer war, weil man Deutscher war. Man hätte auch ins russische Heer gehen können. Die hätten ihn mit Handkuss genommen. Da hat er, wie wir gestern gehört haben, dem Vater gesagt, ja, wenn ich bei den Russen gewesen wäre, wäre ich jetzt schon 2 Dienstgrade weiter. Das ist auch etwas, was immer wiederkehrt im Kompendium, diese Indifferenz der Staatsangehörigkeit. Der Vater hatte übrigens in seinem Lauf seines Lebens 4 Staatsangehörigkeiten, davon immer mindestens 2 gleichzeitig. Gut, es gibt eine Ausnahme, auf die darf man hier nicht beiseite lassen, bei der staatlichen Identität. Abgesehen jetzt mal von der zeitweisen Heimat in der deutschen Armee, aber das war ja vorübergehend, eine Ausnahme, die in den Romanen vor allem ja auch behandelt wird, ist natürlich das deutsche Kaisertum, sagen wir mal bis 1804. Also ich nehme jetzt nicht die Abdankung von Franz, sondern die Umwandlung des deutschen Kaisertums in die Erbmonarchie. Das war der eigene Schritt, es war ja vorher schon erodiert genug, aber damit wurde von allem Abschied genommen im Grunde. Dieses Reich, und da steht er ja nicht alleine, da haben sich Stefan George, Reinhold Schneider, naher Freund, aber auch, wie gesagt, George. Das Reich war ein Thema in den 20er Jahren, eben gerade über diese fehlende Identität. Und es war, wenn man so will, ein genialer Schachzug der Nazis, dieses Problem der Identität scheinbar aufheben zu können.
Ja, also der Konflikt mit dem sozialen Gegenpart ist jetzt bei Bergengrün auf eine andere Ebene gehoben in der Literatur und darüber hinaus auch aufs Äußerste zugespitzt worden. Und dies keineswegs nur literarisch, sondern auch als biografische, klar bejahte Voraussetzung. Und erst dann als das noch oft verborgene Thema seines Schreibens. Ich komme jetzt zurück auf diesen Begriff der Vertikalität bei Habermas. Sie werden auch verstehen, warum ich den in diesem Fall für so glücklich halte. Berggrün lässt in der Erweiterung der eigenen Lebensgeschichte eine Art überzeitliches Mitspracherecht für die Vergangenheit und die Vergangenen gelten. Es ist vollkommen unerheblich, ob eine Novelle in der Gegenwart spielt, was nur sehr wenige tun, keine ganz schlechten übrigens, oder im 14. Jahrhundert. Das ist vollkommen gleichgültig. Das gibt da eine vollkommene Demokratie der Historie. Wie es auch umgekehrt, das ist ihm dann natürlich auch zum Vorwurf gemacht worden, wie er umgekehrt völlige politische Neuerungen, wie es uns scheint heute, nicht als Neuerung werte, zum Beispiel den Einmarsch der Roten Armee in Riga, ziemlich grauenhafter Vorgang. Das Haus wurde mit dann wieder, nachdem die abgezogen waren, wieder aufgesucht und da waren also etliche Leichen von Familienangehörigen drin und das vergleicht er dann mit dem Rom unter Cola di Rienzi. Also er sagt, es ist eine der Konstanten, es gibt ja in der Physik Konstanten, eine der Konstanten bei Bergengrün ist, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das ist eben in einer Zeit, wo die Novität schon ein Eigenrecht besitzt, natürlich furchtbar übel genommen worden. Es gibt eine zweite Konstante, die man, gerade wenn man sich als Historiker oder Germanist damit beschäftigt, das ist der Grundsatz, Privates hat in der Privatschatulle zu bleiben. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfach, weil er nicht über alles spricht. Er hat mit seinen Freunden ganz sicher über alles gesprochen, aber schon in den Briefen an dieselben Freunde. Wir hatten ja gestern das Thema, dass Reinhold Schneider von ihm persönlich mit Du angesprochen wurde, in den Briefen aber gesiezt wird. Da findet schon eine Trennung statt. Das eine ist privat und das andere ist schon, er hat schon wohl damit gerechnet, dass das eines Tages auch gedruckt werden könnte, zumindest bekannt werden könnte. Und Privates, und zwar gerade besonders Negatives, wurde nicht aus der Hand gegeben. Das hat man wirklich für sich behalten. Wir werden darauf zurückkommen, dann beim Thema Schwermut, die ich jetzt nicht ganz auslassen will, weil die mit der Konversion natürlich auch zu tun hat. Wie gesagt, es ist vollkommen unerheblich, wann irgendetwas geschieht. Die einzige wirkliche zeitliche Wende ist für ihn immer die Zeitenwende schlechthin. Es ist die Geburt Christi. Und er macht diese Gleichberechtigung der Zeiten und der Toten und Lebenden sogar zum Thema. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel an den Tod von Reval, diese Einladung an den Leser am Anfang. Er bittet ja den Leser an den Tisch, weist auch noch auf die Flasche Wein hin, die da rumsteht, und sagt, wir wollen jetzt mal mit den Toten zusammen genießen. Übrigens ein uralter Brauch, das hat er jetzt nicht erst erfunden. Die christliche Gräberverehrung hat ihren zumindest rituellen Ursprung in der antiken Sitte, dass man das einmal im Jahr mindestens nochmal sein Mahl am Grab des Angehörigen eingenommen hat, gemeinsam mit der ganzen Gemeinschaft. Gut, der Autor relativiert
die Bedeutung des Zeitgeschehens, häufig expressis verbis. In demselben Maße, in dem er sein Leben im Widerstand gegen das Gegenwärtige riskiert, worüber er selbst freilich auch nach dem Krieg schweigt. Also es ist nicht nur Negatives in der Privatschatulle geblieben, sondern auch durchaus Wagemutiges, also wie sich herauskristallisiert. Ich habe das jetzt bei dem Durcharbeiten der Privatbriefe im Frühjahr wirklich zu spüren bekommen, hat er deutlich mehr riskiert als so bis vor einiger Zeit von den Zeitgeschichtlern festgehalten worden ist. Gerade auch im Zusammenhang mit der Weißen Rose. Man könnte es jetzt auch positiv sagen, also was veränderlich ist, wird als Vorübergehendes genommen und nicht selten auch der Lächerlichkeit preisgegeben. Also gerade das, was Tagesthema ist, macht er mit Vorliebe, dass er das, worüber alle reden, ironisiert. Die Kritiker nach dem Krieg haben ihm dann natürlich vorgeworfen, dass er die Zeichen der Zeit schlichtweg übersehen hätte oder verniedlichen würde. Dieser nicht zu überbrückenden Distanz zu schlechthin allem sozial Aktuellen entspricht die Distanz zu allen faktischen staatlichen Institutionen. Also die äußerste Identifikation, das hatte ich ja bereits erwähnt, ist Deutscher im kulturellen Sinne. Also schon deutscher Staatsbürger ist bedeutungslos. Die Zugehörigkeit zum Heer, mehr oder weniger akzidentiell. Mit der Weimarer Republik kann er wie fast alle deutschen Konservativen, in seinem Fall, er kann damit überhaupt nichts anfangen. Er macht sie auch nicht nieder, aber es ist vollkommen bedeutungslos. Was in der Republik geschieht, ist so wichtig wie das, was nebenan in der Sparkasse verhandelt wird. Den Nationalsozialismus, der für viele besonders verführerisch ist, wegen der scheinbaren Auflösung des Gegensatzes zwischen sozialer und personaler Identität, den schätzt er von vornherein als eine schwere Bedrohung der Nation und auch seiner selbst ein. Ich glaube, es wird da vieles über den Erfolg der Nationalsozialisten verständlich, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass sie gerade diese Identitätskrise, die nach Versailles natürlich jeder Deutsche, also beim besten Willen auch der überzeugteste Republikaner, hatte die im Herzen. Selbst ein Friedrich Ebert konnte da nicht dran vorbei, zwischen dem Anspruch, den er als Weltbürger hatte und dem wie er als Deutscher in der Welt dastand und zusätzlich der, was jedem Menschen ja mitgegeben ist, der dem Konflikt zwischen der eigenen Ursprünglichkeit, der Spontaneität und diesen Ansprüchen von außen. Es war vielleicht dann doch eben ist vielleicht doch eine Erklärung für diesen geradezu Rauschzustand, in den viele Deutschen verfallen sind, vor allem zu Beginn der Nazi-Zeit. Ich erinnere an diese Filmaufnahmen von des Publikums, wenn Hitler durch die Straßen kutschiert wurde. Entäußerten Gesichter. Vieles ist erklärbar dadurch, dass sie die Nazis scheinbar die Chance gebunden haben, diese Konflikte zu überbrücken, zu lösen, wegzuwischen. Natürlich ist es nicht nur für den Gesamtstaat ist eine Schuld aufgebaut worden, die nur mit Zinsen zu zahlen war. Auch für jeden eigenen Einzelnen gilt ja, dass eine nicht geleistete seelische Arbeit immer mit hohen Zinsen zurückzuzahlen ist.
Und eine solche Auflösung von Konflikten von außen durch eine dritte Instanz ist ja keine geleistete Arbeit. Ja, wir haben jetzt einmal die Natürlichkeit angesprochen, dieses scheinbar runde Bild, und sind dann zu dem Identitätskonflikt genommen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass Bergengrün selber sich schon über dieses Wort furchtbar lustig gemacht hätte. Möchte jetzt noch als Drittes auf eine Seite seiner Biografie hinweisen, auch im Zusammenhang mit seiner Konversion, von der er nicht direkt spricht. Die zweite Konstante: Privates bleibe in der Privatstatulle. So wörtlich übrigens. Über eigene Probleme schreibt man nicht. Ganz im Kontrast dazu ist uns überliefert die Rede, die Reinhold Schneider zum 65. Geburtstag Bergengrüns gehalten hat, und in dem er auch über die Konversion spricht. Und das Zentrum dieser Rede ist Bergengrüns Schwermut. Und wo Raimund Schneider spricht über Bergengrüns Dasein, schließt diese Schwermut, auch Verzweiflung, durchaus mit ein. Und er sagt, dass du natürlich auf der einen Seite hast du wirklich, bist du an den Punkt gekommen, dass du das goldene Band sehen kannst, von dem schon die Alten gesprochen haben. Das ist ein antiker Begriff, das goldene Band, das die Welt zusammenhält. Auf der anderen Seite weiß ich ja, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, durch wie viel Erlittenes diese Schau der Zusammengehörigkeit und Heilheit der Welt überhaupt erst möglich geworden ist, und dass dieses Leiden auch nie ein Ende nimmt, solange wir auf Erden sind. Von ihm selbst schriftlich sonst übergangen, waren depressive Episoden im Verein mit abgründigen Zweifeln und Sinnkrisen lebenslanger Begleiter. Da ist auch die Zeitzeugenschaft in Briefen, auch ich habe zum Teil noch mündliche Aussagen, die ist da vollkommen eindeutig. Und er hat ihr literarisch auch Denkmäler gesetzt. Also einmal dieser Begriff des Tedium Vitae im Kompendium. Das ist ein Hinweis auf die seelische Konstitution. Und dann möchte ich Sie erinnern an den Kurfürsten in Am Himmel wie auf Erden. Im Roman immer wieder geschilderte Düsterkeit. Bergengrün spricht da von den wasserlosen Orten, die der Kurfürst an sich selbst feststellt. Diese Phasen, Episoden, würden die Psychologen sagen, in denen er zu nichts mehr fähig ist, in denen ihn einfach das Gefühl der Unstimmigkeit, der Sinnlosigkeit der Welt so überwältigt, dass er regelrecht handlungsunfähig wird. Und das hat er drastisch geschildert. Und ich denke, es ist keine übertriebene Interpretation, wenn man das als Selbstbeschreibung. Es ist nicht nur was Selbsterfahrenes, es ist auch eine Beschreibung dieser eigenen Erfahrung nimmt. Ein letzter Hinweis noch auf dass das Moment der Verzweiflung, wie bei einem guten Christen, es ist von der Theologie her, dass der Zweifel traditionell schon gilt als eine Disziplin des Glaubens. Es wird einem nicht übel genommen, wenn man auch mal in den Abgrund reinfällt. Wir können alle nichts für unsere Gefühle, wir sind verantwortlich dafür, wie wir damit umgehen. Aber es gibt ein Ding, das erscheint im letzten Rittmeister nochmal ganz verschärft, und das scheint nochmal durch. Da wird der Text transparent auf diese Hoffnungslosigkeit, obwohl das ganz
schön geschildert wird. Also man bekommt gar keine üblen Gefühle. Das ist die, das, was Bergengrün auch im Kompendium öfter beschreibt, diese Zeitenwechsel. Das widerspricht seiner Grundhaltung. Ja, er sieht ja gern das überzeitlich Gültige und beschreibt das auch gerne. Und er vermerkt doch, dass etwas, und das ist ja interessanterweise das bindende Glied zwischen der Antike und dem Christentum gewesen. Das ist, ich würde es jetzt mal mit dem lateinischen Begriff der Pietas bezeichnen. Also wir würden heute sagen Frömmigkeit. Man muss aber wissen, dass weder in der Eusebia noch in der Pietas irgendetwas lächerlich Machendes mitschwingt. Und der Begriff der Frömmigkeit ist ja ein bisschen in Verruf geraten. Es ist jedenfalls das einende Band, damit komme ich auf diesen eingangs erwähnten, diese Parallelität des eigenen Lebens mit der geschichtlichen Erfahrung zurück. Und es wird ihm wohl klar, dass diese Pietas im Verschwinden begriffen ist. Und es ist etwas, was, glaube ich, für ihn durchaus dann doch bedrohlich war. Es wird auch dann gelegentlich auch im Kompendium angesprochen. Man spricht ja gerne, ich habe das gerade vor ein paar Wochen wieder gehört, dass Bergengrün sich in die katholische Ecke geflüchtet hat. Ich hoffe, ich habe ihn darlegen können, dass es keine Flucht war. Und dass es auch keine katholische Ecke gibt. Wie der Begriff zustande kommt, ist mir ganz klar. Also Bergengrün sagt ausdrücklich, dass eins der Dinge, die er an der Kirche wirklich schätzt, ist die Universalität. Kata Hollenten gehen. Und da ist es natürlich schon fast ironisch, von einer katholischen Ecke zu sprechen. Ich möchte dann noch am Schluss ein Zitat bringen, mit dem er diese Bezeichnung als katholischer Autor konterkariert hat. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Auch aus dem Kompendium übrigens. Also Sie merken schon, es wird langsam dringend, dass das Ding mal veröffentlicht wird. Sieht man sich an, was unter dem Namen katholische Dichtung daherkommt, und als katholische Dichtung von sogenannten zuständigen Stellen empfohlen wird. Speiübel kann einem werden. Katholische Dichter, Boccaccio und ich, wir zwei sind katholische Dichter. Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.